Seacrowds. Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück auf dem Seacrowds Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und da sind wir wieder mit der ersten Flaschenpost der Woche. Wir haben wieder ein paar Themen zusammengesucht hier für euch. Das war gar nicht so schwer, weil Wargaming wieder jede Menge Balanceänderungen für das Spiel rausgehauen hat. Ich denke mal, das sind die Änderungen, die möglicherweise in dem nächsten Patch 077 den Weg ins Spiel finden. Ja, und ich kann gar nicht alles ganz genau beleuchten, darum werde ich nur die wichtigen Sachen besonders hervorheben. In den ersten Nachrichten, die wir hier auch auf der Facebook-Seite bei uns wie immer in gewohnter Weise in Deutsch übersetzt haben, geht es zum Beispiel um die Stalingrad, wo Sachen verändert wurden, und zwar zum Beispiel die Gefechtsreichweite um 2,5 Kilometer. Die Hauptbatterie wird, die Ladezeit der Hauptbatterie wird vergrößert, also nicht mehr 18,5 Sekunden, sondern ihr müsst jetzt 20 Sekunden auf die nächste Salve warten. Die Hauptbatterie, die dreht sich jetzt schneller, also das ist jetzt quasi 5 Grad anstatt 4,5 Grad. Wird kaum zu merken sein, aber es ist da. Dann wurden die Streuungswerte etwas verändert. Die ähneln jetzt mehr der Graf Spee, weil die Graf Spee ja auch schon so ein Schiff ist, was zwischen Kreuzer und Schlachtschiff fungiert. Und ja, also das soll dem Balancing so ein bisschen gut tun. Ja, wurden ein paar andere Sachen noch angepasst, könnt ihr euch gerne hier in Deutsch durchlesen. Dann wurden Sachen mit der Oberflächenerkennbarkeit bei der Akizuki, bei der Kitakase, die fährt jetzt schneller und so weiter geändert. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den man fast überliest, den habe ich zuerst auch vollkommen falsch übersetzt, ist, dass die 100mm Kanonen der japanischen Schiffe, nämlich verbaut auf der Akizuki, Kitakase, Harugumo und die Sekundärgeschütze der Sao und der Hakurio, die haben die Granaten nämlich, also diese Geschütze nämlich auch, da wird die Penetration sich ändern. Und zwar bei diesen werden die HE-Granaten in Zukunft ein Viertel ihres eigenen Kalibers penetrieren können. Das ist nach Adam Riese 25mm. Und ja, vorher war es eben ein Sechstel, das war aufgerundet 17mm. Macht es jetzt quasi effizienter für diese Schiffe und es ist möglicherweise gar nicht mehr unbedingt erforderlich, IFAE auf diesen Zerstörern zwangsläufig zu skillen, sondern ihr könnt so schon jede Menge Schaden, vor allen Dingen gegen Aufbauten und Schiffe, die 25mm oder weniger haben, machen, weil die HE-Granaten durch diese Panzerung dann eben durchkommen und dann erst explodieren. Ja, das ist sicherlich eine der wichtigsten Punkte, die möglicherweise mit dem nächsten Patch aufs Spiel oder ins Spiel den Weg finden werden. Die Kitakase und die Harugumo, die sind ja aktuell noch in der Testphase. Die gibt es ja auf dem Server noch nicht, auf dem Live-Server. Ja, wir werden sehen, ob sie, wie zeitnah sie denn da hinzugefügt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein ganz kleines Event von Wargaming drum gemacht wird. Auch wenn es in dem Sinne nur zwei Schiffe sind, das ist dann vielleicht mal ein kürzerer Themenbogen. So, der nächste Punkt ist, den haben wir vorhin erst gerade übersetzt. Da geht es um die französischen Schiffe. Und auch hier gibt es jetzt zum Beispiel bei dem Kreuzer Henri IV. Und zwar der T10-Kreuzer ist das, der Franzosen. Da will man jetzt hier den Hauptbatterien-Nachladebeschleuniger ausprobieren. Also die Nachladezeit der Hauptgeschütze wird um 50% reduziert. Und dieses Verbrauchsmaterial ist für 15 Sekunden aktiv. Ist sehr ähnlich zu dem Dampfer, den wir da vorher schon mal hatten, wo auch dieser Nachladebeschleuniger rein sollte, nämlich der Jean Bar. Da war das ja auch so angedacht. Davon wird jetzt hier nicht mehr so viel gesprochen, aber ich glaube, der ist immer noch da. Weggenommen wurde er wohl nicht. Ja, müssen wir sehen, wie sich das verändert. Hier die Abklingzeiten und so weiter wurden alle nochmal ein bisschen angepasst. Bei der Jean Bar, da ändert sich auch nochmal einiges. Zwar nicht der Nachladebeschleuniger, aber die Tierstufe, nämlich von T8 auf T9. Ganz interessant, also hat man dann ein Schiff, was nur frontal zwei Kanonen hat, also 8 Rohre. Und das fährt dann auf T9 durch die Gegend. Ist ein Premium-Schiff. Ja, interessant. Mal gucken, ob das wieder ein Free-XP-Schiff wird oder ob man das dann das erste Mal auch kaufen kann. Sehr zur Freude von vielen von euch da draußen wird sich der Sigma-Wert verändern. Aktuell von 1,8 auf 2,0. Und damit eine ganze Ecke genauer werden. Jetzt muss man sich allerdings das auch mal im Vergleich reinziehen. Der Vergleich mit der Elsass ist ja quasi gegeben. Ja, die Elsass hat zwar hinten noch einen zusätzlichen Geschützturm, aber die
reduzieren bei der Elsass, nämlich den Sigma-Wert von 1,7 auf 1,6 sogar, weil das Schiff auf T9 einen zu hohen Durchschnittsschadenswert hat von den Schiffen. Und ja, die restlichen Parameter des Schiffes stimmen schon, aber der Durchschnittsschaden ist ausgeprägt zu hoch und deswegen muss der Sigma-Wert erhöht werden. Und gleichzeitig, weil das nicht rausreicht, wird hier noch die Nachladezeit von 30 auf 32 Sekunden erhöht, damit man auch nicht ganz so oft schießen kann. Finde ich persönlich ziemlich krass, die Maßnahme. Alsace finde ich eigentlich ein ganz angenehmes Schiff, auch wenn ich es nicht so häufig fahre. Und dass dafür jetzt ein T9-Schiff kommt, Jean Bar, was hinten zwar keine Geschütztürme hat, aber ja, dafür einen Sigma-Wert erhöht bekommt, die Hauptbatterie-Nachladezeit auf 26 Sekunden reduziert wird. Wow. Lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Schreibt mir gerne eure Kommentare unter den Facebook-Post oder hier ins YouTube-Video. Was haltet ihr von der Änderung? Ich hoffe nicht, dass das so auf den Live-Server kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann wird es hier noch und gibt es hier noch eine Änderung im T5-Bereich. Die Emily Bertin ist ja ein Kreuzer, der schon länger im Spiel ist. Da wird die Nachladezeit der Hauptbatterie erhöht. Dann wurden die Torpedo-Eigenschaften verändert. Ja, da das Schiff wohl auch zu viel Schaden macht auf ihrer Tierstufe. Und da muss ein bisschen was fürs Gleichgewicht getan werden. So, das wollen wir bei den französischen Schiffen schon erstmal bewenden lassen. Dann kommen wir zu den britischen Schiffen. Auch da wurden wieder Änderungen durchgeführt. Es wird ein neuer Torpedowerfer eingeführt, der MK7 oder ein neuer Torpedo, so rum, nicht ein neuer Werfer, sondern ein neuer Torpedo wird eingeführt. Der ist verfügbar auf der Emerald Leander und auf zwei Zerstörern. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das auch T5 und T6 sein. Ich habe das jetzt nicht ganz parat. Sorry. Ja, die Reichweite wird da gesteigert. Das ist also von 6 auf 7 Kilometer erhöht. Die britischen Zerstörer haben von Beginn an schon 6 Kilometer Reichweite, wenn ich mich recht entsinne. Und dann würde quasi die erste Zwischenstufe von 6 auf 7 Kilometer kommen. Und dann werden die weiteren Zerstörer kommen ja dann immer. Ich hatte damals ein Video gemacht zur Übersicht, wie sie sich verändern. Diese Übersicht werde ich natürlich weiter pflegen. Das heißt, ich mache bei nächster Gelegenheit dann mal eine neue Info, wie sich die ganzen Zerstörer jetzt schon angepasst haben. Es gab ja schon ein paar Änderungen, die werde ich versuchen dann nachzuvollziehen hier und dementsprechend zu markieren, welche Änderungen es jetzt während des Entwicklungszeitraums eben schon gab. Das machen wir dann aber nicht morgen, nicht übermorgen, machen wir bei gegebener Zeit dann, dass man auch ein bisschen mehr als nur ein oder zwei Änderungen in der Liste drin hat. Ja, der britische Kreuzer Emerald, einer der meistgeschossenen Schiffe im Spiel, würde ich fast sagen, Zitadellen aus allen Ecken, frontal, von hinten, von links, von rechts, von oben, von unten, egal wo man hinzielte, die Emerald hat eigentlich immer eine Zitadelle bekommen. Ja, die Oberflächenerkennbarkeit wird dementsprechend jetzt reduziert, nämlich auf 10,18 Kilometer. Das ist ein gutes Geschenk von 1,4 Kilometer. Wenn man aus dem Nebel schießt mit den Hauptgeschützen, ja, 5,4 respektive waren es, sind jetzt 4,56. Das soll die durchschnittliche Lebensdauer im Kampf erhöhen. Ich denke, die Emerald bin ich persönlich nie gefahren, weil ich sie damals mal in einem Weihnachtsfeldzug erfahren habe, die Leander, und konnte somit dann gleich mit den besseren Schiffen sozusagen den Skillbomb da vollständig machen. Ich weiß nur, wenn ich die Emerald sehe, schieße ich eigentlich immer gerne drauf. So, dann wird aus den britischen Zerstörern, aus den erforschbaren britischen Zerstörern, der Verbrauchsmaterial Motorboost komplett entfernt. Ja, die Änderung soll dazu führen, dass die britischen Zerstörer diese Rolle eines defensiven und relativ langsamen Zerstörers, ich zitiere das jetzt, mit großen Nebelwänden und hydroakustischer Suche betonen. Also, ja, das soll eigentlich kein so ein Zerstörer sein, der wohl nach vorne reinfährt, obwohl die Entdeckbarkeit gar nicht so schlecht war, wenn ich das recht weiß. Ja, sondern halt mit den Nebelwänden und der hydroakustischen Suche arbeiten, um die Flotte eben eher zu beschützen. Ja, dann wurden hier noch ein paar Sachen geändert, die jetzt noch nicht so eine große Rolle spielen. Das Nachladen der Hauptbatterie, da wurde ein Indikator verändert, also die Anzeige sozusagen von 6 auf 5 Sekunden. Und dann gibt es noch eine große Veränderung bei der COSAC, diesen Tribal-Zerstörer, dann für die britische Flotte. Wir haben ja quasi schon die Haida jetzt released als Premium-Zerstörer, die ja auch zur Tribal-Class gehört. Ja, und die COSAC wird halt auf der britischen Seite dann kommen. Da wurden jetzt die Türme angepasst, zum Beispiel die Oberflächenerkennbarkeit, wenn man mit den Geschützen geschossen hat. Allgemein die Oberflächenerkennbarkeit, wenn man halt so unterwegs ist, bevor man skillt,
sozusagen, bevor der Kapitän da zum Beispiel den Tarnungsmeister bekommt und so weiter. Das ist halt immer der Basiswert. Da sind wir schon fast wieder bei 7 Kilometer. Da hat die Haider dann immer noch einen ziemlich großen Vorteil. Ich bin gespannt, was sie der Cossack dann noch so verpassen wollen. So, dann sind wir mit den Briten auch schon durch. Wie gesagt, ich will es nicht jedes Mal wiederholen. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Kommentare hier auf unserer Facebook-Seite oder eben unter das YouTube-Video. Würde mich sehr freuen, da ein bisschen mit euch in die Diskussion zu kommen, wie ihr zu diesen Änderungen steht. So, und dann gibt es noch weitere Änderungen. Wir sind jetzt erst bei den sowjetischen Änderungen. Auch da wurde etwas verändert bei den sowjetischen Zerstörern Gnevny und Minsk. Und außerdem gibt es dann auch bei der Tschapajew zum Beispiel noch Änderungen. Hauptbatterie, die Drehgeschwindigkeit wurde von 6 Grad pro Sekunde auf 9,7 Grad pro Sekunde erhöht, also viel wendiger. Ihr seid damit in der Lage halt auch, oder sollt in der Lage sein, auch zu manövrieren und trotzdem die Ziele, die Türme im Ziel zu haben, was euch eine ganze Menge nützt. Dann wurde die Nachladezeit hier zum Beispiel verändert bei der Podvoisky. Dann gibt es ein neues sowjetisches Modul installiert auf allen Zerstörern der Sowjetunion, der Stufe 2 bis 4, wo man dann auch ja, die Drehgeschwindigkeit ja, der Hauptbatterie von 8 Grad auf 9,7 Grad die Sekunde erhöht. Also es wird jetzt quasi dieser Technologie, der Forschungsbaum, komplett so ein bisschen angepasst, sodass das irgendwo nachvollziehbarer wird, wie die Schiffe sich von Stufe zu Stufe verändern, sodass man quasi immer. Hat man das jetzt auch schon in der Vergangenheit immer gesehen, ja, die führen einen Baum auf, die führen ein Geschütz ein, dann gibt es ein Forschungsgeschütz, das Forschungsgeschütz auf der Tierstufe 2 meinetwegen ist dann das Basisgeschütz der Tierstufe 3, dann kann man auf der 3 ein Geschütz forschen und dann kommt man zu 4, das ist dann wiederum das Basisgeschütz der erweiterten Forschung der Stufe 3. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen nachvollziehbar erklärt, also so, dass man immer einen Treppeneffekt hat. Man verbessert sich von Zerstörer zu Zerstörer. Ich denke, das ist damit gemeint und darum wird jetzt hier auch ein zusätzliches Modul eingeführt mit den 102 mm. Ja, auch hier ein erforschbares, bei der Tashkent ein erforschbares Hauptbatteriemodul hinzugefügt mit 130 mm. Der Zusatz macht es eben logischer, dass man dem Forschungsbaum entlang zu kommen und man kann sich wohl frühzeitig an die Ballistik der Stufe 10 Geschütze gewöhnen. Außerdem, ja, es steht jetzt auch drunter, man kann sich besser auf die Artillerieduelle ja, konzentrieren. Dadurch hat man eben jetzt hier diese ganze Drehzeit und die Nachladezeit einfach angepasst, um dann einen größeren Schaden pro Minute auszuteilen und ja, die Effektivität der Türme einfach ein bisschen besser zu nutzen zu können. So, und dann wurde bei der Tschapajew noch eine Möglichkeit geschaffen, und zwar im A-Rumpf das Überwachungsradar-Modul sozusagen oder Verbrauchsmaterial einzubauen. So, das war's zu den sowjetischen Schiffen. Und nun kommen wir zu den letzten Punkten, die jetzt erst gerade vor kurzem hier released wurden. Es gibt auch noch Balanceänderungen bei amerikanischen und panasiatischen Schiffen. Ja, da werden die AP-Granaten des Kalibers 127 mm für die MK-38-Kanone. Ja, da wird die Zündzeit verändert. Die AP-Granaten, die zündeten in der Vergangenheit mit 0,03 Sekunden Verzögerung nach dem Penetrieren der Panzerung. Ja, also wenn man das jetzt ganz stark vergrößert sagen will, wurden halt vorher 3 Seiten Papier durchschlagen, bis die AP-Granate explodierte. Und jetzt wird halt nur noch eine Seite Papier durchschlagen, bevor die AP-Granate ihren Alpha-Schaden ihren Alpha-Schaden austeilt. Ne, wenn man jetzt 2000 Alpha-Schaden hat, dann kann man den halt jetzt schon zeitiger oder wird man den jetzt schon zeitiger sehen. Ja, also es soll wohl am Ende dafür sorgen, dass ihr auch mit AP-Granate mehr Schaden auf Zerstörern oder Kreuzern machen könnt oder das Potenzial dafür zumindest erhöht wird. Je nachdem, wie ihr dann trefft, aus welchen Winkeln und so weiter und so weiter. So, dann wurde ein Sigma-Parameter verändert bei der Buffalo und bei der Seattle. Da stand wohl 2,0 und da steht jetzt 2,05. Das hatten die wohl verwechselt mit der Baltimore, weil da ist es genau andersrum. Da wird der Sigma-Wert auf 2,0 geändert statt 2,05. Der höhere Wert ist da jeweils eigentlich ein bisschen der bessere, weil die Granaten beim Sigma, der Sigma-Wert gibt ja an, wie stark Granaten sich nach dem Abschuss zur Mitte hin orientieren, also dahin, wo ihr hingezielt habt. Ja, umso niedriger der Wert ist, desto
Weniger ist die Tendenz in Richtung Mitte. So kann man das eher ausdrücken. Gut. Und dann das amerikanische Schlachtschiff South Carolina, nicht North Carolina. South Carolina erhält einen besseren Sigma-Wert, nämlich hier von 1,8 auf 1,9. Ja, und das soll das Gleichgewicht der Schiffe auf der Tierstufe so, also das soll das Schiff ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu anderen Schiffen auf der Tierstufe bringen. Gut, und das war's schon mit den ganzen Informationen. Heute Abend ist wieder Livestream, 20:30 Uhr, 10. Juli. Also wenn ihr erst morgen früh guckt, dann ist es schon zu spät. Dann könnt ihr demnächst schon das Video bei YouTube erwarten, die Aufzeichnung vom Twitch-Livestream. Wir haben da inzwischen auch ein bisschen was in den Bot investiert sozusagen, also an Zeit meine ich, sodass man auch ab und zu mal ein Gewinnspiel mit einem Bot bei uns machen sehen kann. Ihr könnt euch Titel wünschen und halt mit dem Bot interagieren ein bisschen. Das wird immer noch weiter ausgebaut, peu à peu. Und ja, ich lade euch herzlich ein, seid bei einem Livestream einfach mal dabei. Dienstags und samstags ist standardmäßig der Livestream und dazwischen einfach mal ein bisschen spontan. So, nächstes Thema ist der Fußballaufnäher. Und zwar konntet ihr euch ja vor der Fußball-WM hier so einen Aufnäher aussuchen. Und jetzt gibt es die zweite Chance. Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben alle Deutschland gewählt und die haben ja nur bekanntlicherweise verkackt, ja, dann könnt ihr jetzt euch vielleicht nochmal ein anderes Team auswählen. Ihr habt dafür Zeit bis zum 16. Juli. So verstehe ich das zumindest. Und ich habe mir jetzt Island ausgewählt. Die sind zwar auch schon ausgeschieden, aber ich finde die einfach sympathisch. Von daher wollte ich euch nicht vorenthalten, dass es jetzt noch die Möglichkeit gibt, einen zweiten Aufnäher zu bekommen. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die Community-Lieblinge im Juni. Ihr seht es jetzt hier schon aufgelistet. Ich habe es extra so weit vorgespult. Ich hoffe, ich spoilere euch jetzt nicht, aber ist ja schon ein bisschen her, dass dieses Video kam. Also, das ist ja schon 3 Tage her. Bis dahin solltet ihr nachgeguckt haben. Cleveland, Bismarck und Shimakaze sind die drei Top-Schiffe, die im Juni ganz nach oben geschafft haben. Cleveland ist ja relativ klar. Viele Leute wollten die neue Cleveland ausprobieren, als sie dann mit dem Patch 076 auf die Server kamen. Ja, das war das erste Schiff der leichten Sparte sozusagen, umgebaut von T6 auf T8 und so weiter. Ich denke, dass das eine Menge dazu beigetragen hat. Die Bismarck ist so ein Dauerbrenner aus meiner Sicht. Interessant finde ich, dass die Gneisenau deutlich besser geworden ist auf Rang 9, was meiner Meinung nach irgendwas damit zu tun haben muss, dass sie irgendetwas in dem hinteren Bereich der Gneisenau geändert haben. Auch meine Frau, die gerne Gneisenau fährt, sagt, dass dieses Schiff ihrer Meinung nach verändert wurde, auch wenn es nicht gesagt wurde. Vielleicht wurde es einfach nur vergessen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nur ein subjektives Gefühl, wir wissen es nicht genau. Aber meine Frau meint, die Gneisenau schießt wieder genauer im Vergleich zu früher. Und hat sehr viel mehr Spaß als in der Vergangenheit mit dem Dampfer. Ja, ich denke mal, eins der Schiffe werdet ihr sicherlich auch in der Vergangenheit gefahren sein. Ja, vielleicht ist die Cleveland jetzt nicht euer absolutes Lieblingsschiff, aber ihr kennt es ja, Wargaming macht immer wieder neue Videos. Jeden Monat gibt es dann hier eine Übersicht, welche die Lieblingsschiffe von euch auf den Live-Servern waren. Ja, Cleveland ist für mich jetzt nicht so stark überraschend. Ich bin aber glücklich, dass die Bismarck sich noch so weit oben gehalten hat, auch wenn ich sie selber kaum oder seltener fahre. Und dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich erst mal dreimal lesen musste, bis ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe zumindest, dass ich es einigermaßen richtig verstanden habe. Korrigiert mich bitte, wenn ihr es besser wisst. Ja, ich habe mir das jetzt ein paar Mal durchgelesen. Und zwar sieht es so aus, dass Kontributoren, ja, Kapitän werden können oder Commander, so steht es im Englischen da. Es ist für mich so, gibt es da so ein oder zwei Fragezeichen. Ist das jetzt nur ein Titel, den man hier erhält? Oder wird, wenn der CCT, also der Community Contributor, da gewinnt, dieser Name als Kapitän ins Spiel integriert, sodass man den möglicherweise sogar erspielen kann und dann einen Hurz als Kapitän auf seinem Schiff hat oder ein Team Krado zum Beispiel oder andere Kontributoren, ein Arktiker oder so? Weiß ich nicht. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ja, die Regeln sind wohl recht einfach. 10 CCTs können sich bewerben und die kommen dann in diese Truppe rein. Die bekommen am Anfang jeder Woche so eine Aufgabe, die sie erfüllen müssen. Und am Ende dieser Woche müssen sie in Videoform darüber berichten, wie sie die Aufgabe erfüllt haben. Wenn dieses Video da ist, dann könnt ihr da draußen anfangen, dieses Video zu bewerten. Mit Daumen nach oben, Daumen nach unten, Kommentaren etc. pp. Und am Ende dieser Bewertungsphase fliegen 2 Kontributoren raus, sodass man quasi nach 5 Wochen ein Finale hat oder nach 5 Wochen weiß, welcher Kontributor der Gewinner ist.
Das wird dann wohl immer so laufen, dass es hier neue Posts gibt, dann wird ein neues Video, werden die Videos veröffentlicht, könnt ihr euch angucken, könnt dann abstimmen, für welchen Contributor ihr seid und ja, wer das beste Video gemacht hat möglicherweise. Einfach, ja, ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie der Wettbewerb dann Fahrt aufnimmt. Auf jeden Fall kommt dabei auch was für euch rum, nicht nur für den Contributor, wenn da der Kapitänsname möglicherweise wirklich ins Spiel integriert wird. Gibt es halt die Möglichkeit, in diesen Videos Bonuscodes zu finden. Also, wenn der Contributor über eine Art Bonuscode verfügt oder World of Warships in ihren Videos, wie hier mit diesem Let's Get It On, ja, irgendwo Hinweise versteckt, dann könnt ihr da irgendwie Bonuscodes bekommen, die dann in der Community geteilt werden könnten, hoffentlich, um da ja, vielleicht ein paar Lackierungen zu bekommen oder Wimpel, also Signale und so weiter. So weiter. Es gibt da wohl noch, wenn ihr euch für mehr Details interessiert, die Seite ist leider nur auf Englisch verfügbar aktuell. The Ring, da gibt es dann nochmal eine größere Ausführlichkeit sozusagen in englischer Schrift. Und ja, da wird dann was zu den Kämpfen, zur Ladder, also hier Video-Announcement, das ist jetzt passiert und alles, was rot ist, das kommt eben noch. Ja, Application Review, also dann werden die Bewerbungen sich durchgeguckt. Hier sind dann 10 Kontributoren und ja, also 10 Kontributor Supercontainer, ja, 30 für ja, Runners-up, sagt mir jetzt nichts, also für Leute, die das eben begleiten, so verstehe ich das, und so weiter und so weiter. Das ist hier, läuft hier immer so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann tatsächlich dann umgesetzt wird. Also für mich ist das noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, 100%ig eindeutig. Sonst würde ich euch darüber ja, auf jeden Fall weiter berichten. Sobald hier nochmal neue Nachrichten dazu kommen, seid ihr natürlich auf jeden Fall wieder bei uns hier mit der Flaschenpost bestens informiert. Jo, jetzt hoffe ich, dass wieder ein, zwei Sachen für euch dabei waren, die euch weitergeholfen haben, sodass ihr demnächst wieder noch mehr Spaß im Spiel habt und ja, euch schon auf die nächste Flaschenpost freut. Ja, wenn euch die Flaschenpost gefallen hat, dann lasst mir bitte, bitte gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir bitte in einem konstruktiven Kommentar, was euch fehlt, was ihr verbessern würdet. Und ja, sonst gerne abonnieren, weiterempfehlen, auch in den sozialen Medien. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Haut rein, ciao, ciao. Sea Krauts.